schwimmt besser als unsere Puppe, ja? Boah, echt kaputt. Extremreporter Harro will erfahren, was Rettungsschwimmer können müssen, um das Rettungsschwimmabzeichen in Silber zu erhalten. Dafür trifft er sich mit DLRG-Ausbilder Ralf und Rettungsschwimmerin Tanja zum Training. Wie ist normalerweise tatsächlich der Ablauf? Wie ist der Beginn? Ja, du musst es so verstehen, wenn du jetzt, egal, nimm mal wieder diesen See, ne? Da passiert etwas, du siehst, du beobachtest es, da geht jemand unter. Was würdest du denn als erstes tun? Ja, natürlich so schnell wie möglich hinschwimmen. Genau, und mit welchem Stil? Schwimmstil? Freistil, kraulen, Brustschwimmen. Ja, dann musst du ja dir Gedanken machen, wie kriegst du den jetzt wieder zurück? Also du musst ja den irgendwie festhalten und dich dann im Rücken schwimmen nur mit Beinen. Genau, so schaut's aus. Gut, dann weiß ich ja, was du mit mir vorhast. Also ich soll jetzt hier einfach so ein bisschen rumschwimmen. Ja, genau. Ich zieh mich mal um. Zieh dich mal um. Bis gleich. Die Badehose geschnürt und ab zum Warmschwimmen. So, warm. Ja. Machen wir die 400 Meter. Fertig? Jawohl. Und los. Harro krault los. Der schnelle Start des Extremreporters nötigt auch Rettungsschwimmer Ralf Respekt an. Also, liegt wie ein Brett im Wasser. Genau, jetzt bin ich weiter. Echt froh, dass ich Brustschwimmen darf. Das geht schon rein. Hey, bis jetzt brauchst du 1 Minute 40, also das ist echt eine gute Zeit. Da darf man sich jetzt nicht beschweren. Nach dem Brustschwimmen muss Harro zum Abschluss noch mehrere Bahnen Rücken schwimmen, ohne die Arme zu benutzen. Jetzt noch 3 Bahnen. Okay, Harro, jetzt zieh noch mal durch, komm. Und stopp. Ein bisschen anstrengend. Stolz kannst du auch sein. Ich meine, du hast 12 Minuten jetzt gebraucht für die erste Disziplin. Und wie viel wären erlaubt gewesen? 15. Das heißt, innerhalb dieser 15 musst du aber drin bleiben, damit du ein Häkchen bekommst, sozusagen. Genau. Und bei einer Sekunde später wäre es per se einfach nicht bestanden. Punkt. Alle, die gegen mich gewettet haben. Bäh! Wie wird's weitergehen? Willst du es wirklich wissen? Ich glaube schon. Okay, ja, dann musst du erstmal wieder raus aus dem Wasser. Wir brauchen nämlich jetzt Klamotten für dich. Oh, ich hab's geahnt. Im Anschluss wartet auf Harro das Kleidungsschwimmen. Wieder heißt es, ab ins Becken. So. Also, was schon mal witzig ist, ist, dass sich diese Klamotten tatsächlich so richtig am Körper festsaugen. Also man geht rein und sie bilden im Prinzip so eine Art zweite Haut. Was genau muss ich denn jetzt machen? Also erstmal 300 Meter schwimmen. Du darfst dir aussuchen, entweder kraulen, Brust oder Rücken schwimmen. Ich würde dir aber Brustschwimmen tatsächlich empfehlen, weil es einfach einfacher ist und du sparst dir Kraft. Und am Schluss musst du dann natürlich im Wasser entkleiden. Fertig? Ja. Und los. Auf geht's in die zweite Prüfung. Jetzt hast du nur noch 5,5 Bahnen vor dir. Boah, das ist schon anstrengend. Das merkt man, einen Riesenunterschied zwischen dem Brustschwimmen mit und ohne. Die letzten Meter gehen Rettungsschwimmanwärter Harro ganz schön an die Substanz. Doch um auch diese Aufgabe zu bestehen, muss er nach dem Schwimmen noch die nasse Kleidung loswerden. Im Wasser. Und jetzt gleich entkleiden, genau. Schmeiß das Zeug raus. Boah, echt kaputt. Wahnsinn. Raus, raus. Das glaube ich. Da! Ja, erwischt. Komm. In einer richtigen Prüfung hätte sich Harro umsonst beeilt. Denn beim Entkleiden darf er weder den Beckenrand berühren, noch sich irgendwo abstützen oder festhalten. Boah, richtig kaputt.
Das darf man nicht unterschätzen. 9 Minuten 30. Das ist so wirklich top. Richtig, richtig große Herausforderung. Respekt. Trotzdem sind wir erst bei Aufgabe 2, ne? Genau, richtig. Das nächste ist jetzt der Sprung vom 3-Meter-Brett. Okay. Gegen die Kleiderschwimmprüfung ist der Sprung vom 3-Meter-Brett keine schwierige Aufgabe. Okay, ja! Auch Prüfung Nummer 3 ist geschafft. Was wartet denn jetzt auf mich? Jetzt wartet auf dich der 5-Kilo-Ring, den die Tanja gerade in der Hand hat. Boah, das ist natürlich ein Ding. 5 Kilo, alles klar? 5 Kilo. Zweimal kopfwärts und einmal fußwärts. Und immer wenn du den auftauchst, dann musst du den so aus dem Wasser heben und dein Kopf muss auch aus dem Wasser sein. Und dann lass ihn einfach wieder reinfallen und... Ach so, dreimal das Ganze? Das ist dreimal in 3 Minuten. Nicht einmal, sondern dreimal in 3 Minuten? Genau. Und wer, und am Anfang wird er reingeschmissen, oder wie? Ja. Von euch oder von mir? Von der Tanja. Von der... Okay, alles klar. Ich bin bereit. Komm, ich bin heiß. Bereit? Ja, bereit. Fertig. Und los. Vom Beckenrand dürfte Harro in der Prüfung nicht springen. Dort müsste er immer von der Wasseroberfläche aus abtauchen. Vor dem Tauchen hat Ralf Harro noch erklärt, wie er unter Wasser den Druck ausgleicht. Super, einmal kopfwärts. Ich hole ihn, bevor er unten aufkommt. Das haben Sie viele gesagt. Zweimal und jetzt noch einmal fußwärts. Seine Technik kann Harro noch optimieren, damit er besser tief tauchen kann. Super, 45 Sekunden, top. Alles in allem hat Harro auch diese Aufgabe gut gemeistert. Zum Rettungsschwimmabzeichen fehlen noch ein paar Prüfungen. Doch Harro reicht's für heute. Ich wüsste nicht, dass ich das heute noch mal sagen würde, aber vielen Dank, Tanja Reif. Die hat mich ganz schön gefordert. Vielen herzlichen Dank. Ja, macht bitte weiter so. Und euch kann ich nur sagen, ihr habt es ja gesehen, die Ausbildung zum Rettungsschwimmer, die ist schon anspruchsvoll. Aber mit Training und gutem Willen und Spaß im Wasser kann man es hinkriegen. Also, nichts wie ran. Ihr könnt euch bei euren Ortsvereinen erkundigen. Die werden auf jeden Fall wissen, wo man das umsetzen kann, wo man das lernen kann. Und wenn ihr mitmachen wollt, seid ihr natürlich immer herzlich willkommen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ihr keine Zeit habt oder wenn ihr das irgendwie nicht hinkriegt, auch ehrenamtlich zu arbeiten, schade, aber kein Problem. Ihr könnt die Jungs und Mädels auch so unterstützen. Und ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich habe gemerkt, es gibt noch das goldene Abzeichen. Dafür muss ich noch ein bisschen trainieren. Bis zum nächsten Mal.